Naumburg wachsen Trauben, so wie wir am Saale-Strand. Ihr könnt uns das Märchen glauben, es war einmal im Burgenland. Zwei Flüsse küssen sich im Tale auf ihren hellen Mund. Herr Unstrut, liegt die schöne Saale bei uns im Blütengrund. Liebe Naumburgerinnen und Naumburger, das Osterfest steht bevor. Leider können wir es angesichts der aktuellen Krise nicht so feiern, wie wir es uns alle wünschen. Zum Beispiel unsere Kinder können nicht wie gewohnt mit vielen angereisten Verwandten, Großeltern in einer großen Gruppe Ostereier suchen. Das wird sie sehr schmerzen, aber auch unsere christlichen Kirchengemeinden werden zu Ostern nicht wie gewohnt Gottesdienst feiern können und ihre Feste feiern können, in ihren Kirchen zusammenkommen können. Aber dennoch findet das Osterfest statt. In der Karzeit denken wir da vor allen Dingen an Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit angesichts der Kreuzigung, aber dann Ostern ist für viele Christen klar: Auferstehung, Hoffnung, Neubeginn. Liebe Naumburgerinnen und Naumburger, ob nun für Christen oder Nicht-Christen, denke ich, ist dieses Ostern symbolhaft für uns alle in dieser Zeit zu sehen. Wir sollten zusammenstehen, wir sollten Hoffnung haben. Unser Land ist gut aufgestellt, die Bundesrepublik hat gut vorgesorgt. Wenn wir hier in Naumburg alle zusammenstehen und gemeinsam für eine gute Zukunft nach Corona arbeiten, dann glaube ich an diese gute Zukunft. Wir werden Ihnen gleich Menschen zeigen, die jetzt schon mit uns allen gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten. Ich wünsche Ihnen ein hoffnungsvolles Osterfest.